Dirk, da verlassen wir dich jetzt. Ja, lässt mich wieder allein, gell. Ja, halt die Ohren steif. Ja, ja. Wer das Kind schon schaukeln. Alles klar. Dann mach's gut. Ja, mach's gut. Bis Donnerstag. Ja. Was? Hier, wenn es die ganze Woche so langsam mit dir geht, ne, da weiß ich nicht hier, ob ich da nicht ausflipp. Wir haben 2:30. Wir haben jetzt über 20 Stunden zu fahren. Ach jo. Ja. Und die anderen zwei Kollegen sitzen schon. Habt ihr euch schon. Will er anfangen, Hetze. Habt ihr schon einen Platz gefunden? Auf jeden Fall. Okay, dann hauen wir jetzt ab nach Spanien. Schluss jetzt. Dann mal, auf die Post. Ja. Also, wir haben jetzt ungefähr schon 700 Kilometer gefahren. Wo haben wir denn? 21:30 abends. Und sind hier und haben die Autobahn verlassen. Du hast alles im Griff. Na klar. Okay. Und ihr zwei da hinten? Alles bestens. Okay, habt ihr ausgeschlafen? Wenn wir jetzt die Sonne sehen, alles gut. Okay, ja. Hier haben wir wieder endlose Plantagen, in der Regel Arbezinen. Alex, mach dich raus, die ja, Sonne scheint. Gut, die Sonne scheint, ja. Und Toni. Ja. Ich kann mich schon rausziehen. Ja. Sami, zieh die dicke Jacke aus, wir sind jetzt in der Sonne. Plötzlich hat es die Sonne wieder. Auf einmal, wir sind am Ziel und da ist die Sonne da. Yes. So. Unser erstes Frühstück. Du hast die Grippe? Husten. Husten? Du musst richtig Wurst essen? Genau. Geht das auch wieder weg. Ja. So, hier in der Bude ist es nicht so eichwarm. Deswegen haben sie doch die Kappe auf. Okay, wir haben jetzt kurz vor 10. Die Sonne ja nach. Schon in die Hundescheiße gedreht? Nein, mein Moped. Ach, das Moped. Ich hab mir schon abgekratzt. Das war aber nett, ne? Der kleine. Nee, der war's nicht. Das sieht sauber aus. Geh's weg! Hier ist die Höhle. Da will ich doch mal gucken, wie weit die geht. Scheinbar haben wir hier eine spanische Bärenhöhle. Yes. Mach mal Soundcheck! Gut. Da wird das Dorf wach. Okay. Von unserem Balkon aus gesehen, das ist die Berglandschaft. Yes. Über den Dächern von Rodowa. Also ich nur mal so, Freunde, in, was weiß ich, in, wo es so überall herkommt. Wir gehen nicht abends in irgendwelche Bars und geben sinnlos Geld aus. Das machen wir nicht. Wir sitzen hier im Wohnzimmer in unserer Finger und trinken ein gepflegtes San Miguel. Aus der Dose. Aus der Dose. Alkoholfrei, ist klar. Weil der Martin hat Schnuppe. Der darf nicht. Er husten hat er, Entschuldigung. Und da sitzen wir halt abends da und trinken halt ein alkoholfreies San Miguel. Und ja, und das Gas ist auch. Nee, Gas ist voll, aber die Dusche geht auch nicht. Also wir können jetzt auch nur noch kalt duschen. Das wird noch lustig. Tschüss. So, wir haben heute wieder einen neuen Tag. Der Alex macht mit seiner BMW Rodax Startversuche. Und wir haben gerade beredet, dass er so nett mitfahren will. Das geht so nett, du musst den Ständer hochtun. Der Alex hat nämlich noch den Schlafanzug an. Gut. Ja, BMW läuft, jetzt ist er glücklich. Alfred. Hä? Hat ich Alfred gesagt? Scheiße. Und die Bäume blühen, das ist doch wunderschön. Das gute Stück. Die spanischen Rennfahrer sind auch unterwegs.
Grand Canyon. Amerika. Ja, in China waren wir gerade jetzt mal Amerika, alles geil. Ja. Oh, ich stehe hier am Abhang. Hier geht's immer schön tief rum. Sehr wagemutig. Ich laufe hier. Hier geht es ganz schön tief, oder? Oh, mal Filme. Oh, geil. Das sieht schon echt cool aus hier. Wieder was Schönes gefunden. Das sieht doch immer gut aus. Ja. Die Damen spielen Karte. Die waren doch alle erst beim Friseur, wie es aussieht. Welcher Sonntag? Mhm. Und der Witt nimmt jetzt auf. Voilà. Der Chef bringt schon die erste Platte hier. Die Paella. Die zwei Paella-Esser. Ja, jetzt stehe ich hier mit meiner Traum-BMW. Alleine in Spanien. Die anderen zwei sind weg, hole den Bus. Ja, stehe ich hier, guck doof. Wahrscheinlich ist die Batterie kaputt, man weiß es nicht. Vielleicht auch der Regler. Pech. Wo ist er denn? Du bist, du bist die Rettung. Alex hat Bier besorgt. Wir stehen jetzt hier in den Spanien. Soll ich die Koordinaten geben? Das sind die Berge. Wir sind auf der CV706, da steht auch ein Schild. Und da ist die BMW schwuppdi stehen geblieben. Aber ich muss zugeben, es ist die japanische Batterie, wo da drin ist. Die BMW ist gar nicht dran schuld, das haben wir schon analysiert. So, jetzt warten wir auf die anderen zwei. Die kommen dann mit dem Bus. Das stinkt mir ja ohne Ende, ne? Bus! Ja, ich gucke aber jetzt, wenn sie mit dem Bus da sind, da will ich immer über Brücke. Und wenn die dann anspringt, aber jetzt trinken wir erstmal auf einen Post. Auf eine gute Heimfahrt. Ja, und es wird auch bald dunkel. Der Marcetti auf eine 500er Gilera. 500er. War Weltmeister 50 und 52. Ja. Vier dicke Auspuffrohren hat das Ding gehabt. Da ist er. Guck mal, da laufen doch Traummädchen durch die Welt. Hm? Wir sind immer noch in Denia am Hafen. Hier ist wieder so ein Monster unterwegs. Jetzt sind wir an der Stelle, wo uns Dirk schon mal die Füße ins Wasser gestellt hat. Und heute sind da Strandnixen. Hier ist die offene See. So, ich bin der Erste, wo die Käsefüße im Wasser stehen hat. Wird bald nackig. Die Füße abkühlen. Gab ja auch heiße Füße heute, ne? Davon. Ja. Ja, Alex, pass auf, nicht, dass du mir noch runtergehst. Die Sage sagt, dass hier in dieser Bucht, dass da Strandnixen auftauchen. Wir müssen halt nur mal sitzen bleiben und nochmal gucken. So, da haben wir schon mal eine Strandmöwe. So, jetzt habe ich nach der Möwe geguckt. Ich bläss und da ist sie. Die Strandnixe. Sie ist gerade aus dem Wasser raus. Verpasst. So, das ist der Ort, wo wir jetzt Mittag machen. Das sind wir hier. Hier ist recht cool.
Wir waren jetzt da in irgendwelchen am Kap. Der Salat ist gekommen, die Vorspeise. Da gehen wir jetzt erstmal dran. Merci. Ja, ja, gracias. Ja. Französ oder Deutsch? Ja, wir können auch Deutsch sprechen. Deutsch, merci. Französ. Nicht an. Aber das war ja echt gigantisch. Das war echt der Hammer hier. Das sind die Berge. Sag mal, du alte Heizer. Ja, da sind wir hergekommen. Heute haben wir einen Kurventag gehabt. Wir haben Pässe gefahren ohne Ende. Wir haben es wieder richtig gut gepackt. Jetzt geht's wieder los auf die große Tour. Wo fahren wir hin? Nach Dos Aguas. Gut. Kurven? Ohne Ende, bis zum Abwinken. Da bin ich dabei. Ja, das Auto bei, sagt er. Gut, dann wollen wir mal loslegen. So, von dem Berg sind wir gerade runtergekommen. Diese ganze Mauer und da hinauf verbergen sich Kurven. Und ich sage mal, so 100.000 Kurven haben wir heute schon misshandelt, oder? Die Motoren werden gestartet. Es geht zu unserer letzten Fahrt. Ein Sonnentag hat, haben wir heute noch. Einwandfrei. Heute ist echt warm. Man hatte erst schon mal gelesen, 26 Grad plus. Sieht gut aus, wie du da in dem schattigen Plätzchen sitzt. Achtung, das ist auch richtig schön hier. Glück gehabt. Das ist ein Sonnenschutz hier. Das Bot. Unser Abschlussbier. Wir fahren jetzt keinen Kilometer mehr. Also motorradtechnisch fahren wir nicht mehr. Hast du Spaß gehabt die Woche? Ich hatte richtig Spaß, ja. Echt? Ja, echt. Das ist die Kurve ist nicht schwindig geworden mit den ganz viele Kurven da. Nein, nee. Ich fahre ja so schnell, wie es geht. Ja, okay. Also so langsam ist es. Du musst ja meistens vorne wegfahren. Ja, du musst die ganze Herde hinter dir herführen. Wie viele Kilometer haben wir gefahren? Hast du einen Plan? Ah, der Samir weiß das. Ich weiß es. 1130. 1130? Gar nicht schlecht, ne? Ja, 6 Tage. Ja. Und wir hatten ja meistens nur Kurven. Und jetzt sitzen wir hier. Die BMW war ganz, ganz tapfer. Ich liebe das Motorrad jetzt. Die Daytona hat auch ihren Charme. Und der Alex, der hat hier die Einzylinder gefahren. Die Rodax BMW, der hat es am schönsten gehabt, der hat schön drauf gesessen. Der Samir ist ein alter Kämpfer. Der hat den Martin die ganze Woche lang im Nacken gehängt. Den bist du gar nicht losgeworden, den Kerl, mit dem Motorrad. Yes. Wir nehmen jetzt gerade mal unsere Chefin auf, die uns das Haus da vermietet hat. Kurz Abschluss. Ich bin hablando con la amiga. Ja, heute Morgen hat er mir ja wieder einige Abenteuer, ne? Stimmt. Bisschen nass geschwitzt, Martin? Ein wenig. Okay. Wir mussten nämlich jetzt mal einen Kilometer laufen. Weil der Dorfpolizeipolizist hat gemeint, da dürfen wir mit dem Ding nicht rein. Naja, wir haben aufgeladen. So, mit dem Rhythmus der Renner Solvenz werden wir jetzt wieder Deutschland besuchen. Was? Boah.
Leo, spann die Kälte. Ich weiß, was man mit der Frau so alles gemacht kann und so. Also, gut, jetzt werden sie wieder sächsisch. Mir hau ab. Okay. Auf rein. Muss aber erst ein Stückchen rückwärts fahren. Wir haben auf unserem Kaliberg, wir sind noch daheim. Wir haben auch hier wieder angenehme Temperatur. 1,5 Grad plus. Das ist noch was, oder? Ja, arschkalt. Von 25, das ist schon ganz gut. Straft auch die Haut ein bisschen. Aber wie, sie spannt schon richtig hier. Daheim uns verwöhnen. Ja. Hier